So, die Feldübungen sind erledigt. Andy ist aufgewacht. Jetzt geht's richtig los, Leute, hier bei Advance Wars. 1 plus 2, we bootcamp. Mission 1, Panzerpatrouille. Der böse Olaf, Leute. Warum greift er uns eigentlich an? Was soll der Quatsch? Alter, Olaf. Der Weihnachtsmann. Olaf besetzt die Korallenfestung. Kann Andy der Panzermacht trotzen? Oh, ich muss noch... Ich zeug immer noch mit Nell. Okay. Gerne, gerne. Die Nell... Also immer noch ein Tutorial, würde ich mal fast behaupten. Na, mal schauen. Yeah. Kampagne auf klassisch. Mission 1. Der Panzerpatrouille, ja, nicht richtig ausgeschrieben. Und gleich zack. Nächster Ladescreen. Ach, das ist doch überschaubar eigentlich. Ein Kampfpanzer? Olaf meint es ernst. Wir brauchen eine kluge Strategie, sonst sehen wir alt aus. Oh ja, in dem Spiel noch im Prinzip die stärkste Direktangriffseinheit. Auf dem Boden. Okay, kapiert. Also eine Strategie. Und eine kluge. Nell, was meinst du genau mit Strategie? Oh, er checkt es einfach nicht. Soll ich dir das wirklich erläutern? Oh je, Mini, Andy. Soll ich das wirklich erläutern, was ich mit Strategie meine? Weil ich glaube eigentlich... Ach komm, Andy ist so ein Trottel. Als Strategie bezeichnet man einen Schlachtplan oder den Sieg sichern soll. Kraft allein ist nicht alles. Ich hoffe, soweit weißt du bereits. Bescheid. Stören wir den Kampfpanzer fürs Erste nicht. Pass nur bitte auf und schicke auf keinen Fall eine Einheit in seinen Angriffsbereich. Ja, sonst kommt er und setzt sich in Bewegung. Den Angriffsbereich von Einheiten kannst du jederzeit prüfen, indem du den Zeiger auf sie bewegst und dann B drückst. Lass uns unseren Jagdpanzer und Mechs so klug wie möglich einsetzen und Städte und Wälder im Kampf als Deckung nutzen. Bewege deine Artillerie an diese Stelle, um ihre gewaltige Reichweite voll auszunutzen. Der Fluss schützt die Einheit davor, vor fast allen Einheiten außer Fußsoldaten. Ha, und dann Feuer frei und die Sache ist geritzt, wa? Na ja, je nachdem. Man muss stets so handeln, wie es die Lage erfordert. Jeder Kampf ist anders und es führen mehrere Wege zum Sieg. Checkst du's jetzt? Soll ich dir dein Einsatzziel erläutern? Nee. Also ne, wir haben auf jeden Fall, ich glaube, der Kai kann ein bisschen mal selber skippen, ne, weil der wirklich nicht blind ist. Also unser Einsatzziel, entweder besiegen wir alle Einheiten oder nehmen das Hauptquartier ein. Und wegen dem dicken Panzer da, wäre natürlich jetzt echt ratsamer, lieber das Hauptquartier einzunehmen. Und deswegen, ne, oder obwohl, wir können ihn eigentlich, mehr gucken. Nee, alles cool. Ach Nell, ich weiß doch Bescheid. Los, lass uns angreifen, der Feind wartet schon. Yeah, so bin ich auch dabei. So, cool. Warte mal, kann ich eigentlich noch mal ein bisschen hier... Ich kann ja mal ein bisschen die Infos uns angucken. Hier ist noch mal die Lage, das Einsatzziel. Kann man alles noch mal überprüfen, die Einheiten, die wir haben. Und bei Kommandant, ja, mal ein bisschen hier Recherche machen. Nell, Spielstil 1. Eine ausgewogene Kommandantin, ohne Schwächen. Manche sagen, sie wurde unter einem Glücksstern geboren. Nells Einheiten verursachen zufallsbasierend mehr Schaden. Ihre Angriffe können bis zu plus 20 Stärke ausfallen. Mark, Lerneifer? Hast es vertane Zeit? Oh, okay. Hier, ihre Gabe ist der Glücksstern, lässt Angriffe um bis zu 60% stärker ausfallen. Erhöht Feuerkraft und Verteidigung plus 10. Da bin ich auch gespannt, ob sie die Gaben, die werden uns bestimmt schon wieder auch noch richtig erklärt, ob sie die irgendwie nochmal ein bisschen so angepasst haben, ein bisschen getweakt haben oder so. Und hier sieht man ihre Einheiten ganz normal, hat wirklich keine Änderung, alle ganz normale rote Balken. Wäre irgendeine Einheit schwächer oder stärker, würde man das sehen. Könnt ihr vielleicht mal kurz bei Olaf gucken? Alter, Olaf! Ein polternder Prahler, von seinen Feinden gefürchtet. Olaf ist bei Schnee stärker, doch Regen macht ihn arg zu schaffen. Olafs Einheiten werden durch Schnee nicht verlangsamt. Im Gegenzug erleiden sie bei Regen deshalb Verlangsamung, die anderen Kommandanten bei Schnee erfahren. Mark, warme Stiefel, mag keine Regenwolken. Euer Mark hat die Sonne lieber, ne? Schneesturm bewirkt Schneefall, der die Wegkosten feindlicher Einheiten erhöht. Er wird Feuerkraft und Verteidigung plus 10. Der ist richtig geil. Ich weiß ja nicht, wurde der damals auch schon stärker? Und hier hat aber so an sich auch ganz normale Einheiten. Hier sehen wir übrigens schon mal, ne? Welche Einheiten es alles gibt. Sind jetzt gar nicht so viele, aber egal. So, kleine Info immer nochmal zu den Kommandanten. So, kann ich irgendwie... wie kann denn der... Oh. Okay, der kann richtig weit fahren. Erstmal hinstellen, wie der Tipp das gemacht hat. Genau, da kann erstmal keiner kommen. Die gegnerische Artillerie auch nicht. Dann will ich gerne, dass hier meiner einsteigt. Ist ja nur so ein kleiner Jagdpanzer, ne? Ich habe hier noch auch so eh, meiner ist geschützt. Okay, der wird sogar angegriffen. Jo, ist ja kein Problem. Der werde ich gleich wieder geheilt. Gleich mal einen Mech hier hinstellen. Und andere Einheiten bitte nach unten gehen. So, ob ich hier richtig Häuser einnehmen, ist erstmal nicht so wichtig. Bam, bam. Es ist eher wichtig, ja, die Einheiten hier wegzutransportieren. Aber wisst ihr was? Warte mal, trotzdem hier so. So, und der bleibt erstmal da stehen. So, Olaf. Jetzt dann, wo du kannst. Na nun, wenn das nicht Orange Star sind.
Alter, deine Stimme, die zum Gegenschlag auf meine neuen Korallenfestungen rufen, ja? Ist dir etwa meine neue, schlachtenentscheidende Waffe nicht aufgefallen? Bald wird euer Herr zittern vor der mächtigsten Waffe, die dieses Land je sah. Dieser Sieg ist Blue Moon im Handumdrehen sicher. Der sieht doch so cool aus. Oh shit, er will auch seine Verteidigung boosten. So, das war geplant. Oh, oh, oh. Ey, cool. Feuer! Die Brücke aussieht richtig schön. So, aber keine Sorge, Leute, ich werde jetzt gleich wieder heil, weil ich stehe auf einer Festung. Da. So, ist natürlich jetzt doof, dass Artillerie und Fußeinheiten kommen. Eieiei. Und außerdem kann ich auch noch mit der Mech-Einheit hier richtig reinballern, deswegen mache ich erstmal Feuer. Schau, wer ihn hier, weil dann ist meine Artillerie. Ah, nee, bleibt ja nicht geschützt. Ich muss die hier erstmal schwächen, Leute. Muss sie geschwächt werden. Da ist der Feind, Feuer! Man sein Bild, der richtig traurig so. Oh. So. Kriegt die Mech-Einheit schon down? Ich meine, den Jagdpanzer? Nee. Außer natürlich, ich habe jetzt in dem Moment Glück. Wird aber, glaube ich, nicht passieren. So. Erobern. Erobern. So, ja, der Panzer da oben, ey. Also, ihr könnt natürlich auch mit meiner Artillerie hier einfach die hier hinstellen, hier ein bisschen blockieren. Und dann so ein bisschen auf lange Sicht alle Gegner killen. Ich weiß nicht, Leute. Das wird doch nix. So, der wird meine Artillerie angreifen, aber das macht dann nix. Komm, ich versuch's einfach mal. Auf gut Glück, Mann. Yeah! Ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl mit so einem Max, Alter, mit ihren Panzerfäusten, ey. Feuer! Boom. Oh. Ja, der war doch schon mal sehr gut. Aber leider nicht ganz ausgelöscht. Dann wäre ich ja nämlich mit dem Panzer gleich weitergefahren. Ach. Ach, warum hat denn meine zweite Mech-Einheit nicht dahin gestellt? Der wäre strategisch viel schlauer gewesen. Ach, Mann, ey. Ne, weil dann hätte ich bestimmt. Ey, dann hätte ich ja richtig ausrasten können. Na gut, hat nicht sollen sein. Ich war wieder doof, Leute. Ja. So, jetzt mal trotzdem machen wir erstmal den Sack zu. Der einsame Panzer da gut. Oh, was soll das denn? Tja. Oh, jetzt kann ich, glaube ich, den hier auch mal weiter nach vorn fahren. Ah, nee, dann kommt der hier an. Nee. Nee, Leute, kein Risiko eingehen, kein Risiko. So, ich glaube, Olaf. Nee, wir. Oh, doch, wir haben schon echt. In der Mission können wir unsere Gaben schon einsetzen. Jedenfalls oben rechts sieht man, dass der Balken sich füllt. Das ist natürlich umso schlimmer, weil umso mehr Gegner wir vom. Einheiten wir vom Gegner platt machen, umso höher ist seine Gabe, die sich auffüllt. So, biete ich jetzt dem hier noch was an, dass er was anderes angreifen kann? Ja, komm. So. Mal ein bisschen ihm was anbieten. So, der kann nicht so weit fahren. Also machen wir schon mal ein bisschen. Nice. Warten. So, okay. Schade, ich hätte schon weiter sein können. Egal, Leute. Oh, oh, oh. Oh, nein. Da hat er einfach was eingenommen. Und der macht gleich das nächste einnehmen wollen. Ja, der wird nicht viel ausrichten, Mann. Bam, bada, bam, bam. Juhu. Hier sollen wir nochmal nachgucken. Haben wir getroffen? Ja, nur einen habt ihr da auch nicht gemacht. Oh, oh. So, der andere Jagdpanzer ist natürlich, gefährlich. Oh, yeah. Wundervoll, meine Gabe ist einsatzbereit. Hergehört, Andy. Ich hab dir was beizubringen, das du auf keinen Fall vergessen darfst. Schau mal dort oben in der Ecke des Bildschirms. Dort siehst du die Gabenanzeige. Diese Anzeige füllt sich je nach Verlauf der Schlacht und ist sie vollständig aufgefüllt, leuchtet sie auf. Das bedeutet, dass deine Gabe bereit zum Einsatz ist. Ist deine Gabe einsatzbereit, dann wähle im Kartenmenü Gabe aus, um sie einzusetzen. Behalte unbedingt auch die Gabenanzeige des Gegners im Auge. Unser Feind setzt nämlich ebenfalls seine Gabe gegen uns ein, wenn er soweit ist. Habe ich nicht ganz mitgekriegt. Entschuldige, aber was hat es mit so einer Gabe eigentlich auf sich? Woher kommt diese Kraft denn? Mhm. Na, von tief in dir drin. Ja, der Eifer der Schlacht entfacht ein Feuer, das tief in dir verborgen schlummert. Ach, so geht das. Und wenn dieses Feuer erstmal brennt, dann kannst du deine wahren Kräfte entfesseln. Ach so, Feuer mit Kräften, Das klingt total legit, aber wie soll das denn? Es ist egal. Das widerspricht allen physikalischen Gesetzen. Ist egal. Okay, alles bereit. Wenn du nun im Kartenmenü den Befehl Gabe auswählst, kann Olaf sein orangefarbenes Wunder erleben. Ich weiß ja nicht genau, ich glaube, das war tatsächlich so, dass Nell und Olaf, die kennen sich ja irgendwie. War nicht so ja irgendwie, hups, nicht zu Ben. Nein, nicht zu Ben, hoppala. Oh, jetzt kann ich gar nicht mehr, okay, gut. Jetzt kann ich gar nicht mehr raus aus dem Menü. Okay, machen wir was mit die Gabe. Lässt Angriffe bis zu 60% stärker ausfallen. Na, weil wir Glück haben. Das war erst der Anfang. Oh! Glücksstern!
richtig cool synchronisiert. Yes, nun haben all meine Einheiten auf einmal unheimlich viel Glück im Kampf. Ihre Angriffe können zufällig viel mehr Schaden anrichten als sonst. Ja, nicht ganz konsistent, aber na gut. Aber das ist nur in meinem Falle so. Andere Kommandanten haben ganz andere Gaben. Also liest dir gut durch, was die so bewirken können. Unter dem Menüpunkt Kommandanten im Kartenmenü erfährst du alles über Stärken, Schwächen und Gaben vom Kommandanten. Hier und auch jenen deiner Gegner. Schau also unbedingt mal dort rein. Habt ihr schon die Macht? Wissen ist Macht. So, jetzt wird erstmal hier, zack, erobern. Ich merke echt, ich muss mir angewöhnen, mit Digi-Kreuz zu steuern, weil mit Control-Stick zielt man dann doch mal übers Ziel hinaus. Das hat natürlich richtig viel Glück, ne? Aber ist es mir auch wirklich hold? Ey, verdammt, der Panzer hier, ne? Ja, ich glaube, den kann ich aber trotzdem platt machen, wenn ich den anlocke und so. Sollte das nicht klappen? So, erstmal hier Fernartillerie ausschalten. Mit ein bisschen Spulen. Get it down. So, bis zu 60 mehr Schaden. Ach, wieso habe ich denn die so doof hier alle hingestellt? Okay, warte, trotzdem hier. Ach, okay, greif mal hier an. Ja, die sind zwar nicht gedeckt wegen der Festung, aber dann nehmen sie die Wesen nicht ein. Ja, dann greife ich gerade trotzdem an. Der Angriff ist besser als Verteidigung. Los, der wird sich doch kaum wehren können. Olaf, du Sau. Oh, fast getötet. Besiegt man ihn natürlich, besiegt. So, alle rüber übers Wasser, los. So, und jetzt ist er hier richtig... Ja, nicht mehr los hier, denn alle mal zum Anbieten hinstellen und auffüllen. Ration, let's go. Hoffentlich flippt er jetzt nicht aus. Bitte nicht, ey. Obwohl, nee, guck mal, die Gabe, das dauert noch, das dauert. Sehr schön, die haben wir nicht zu befürchten, weil die echt sich ums Einnehmen kümmern. Alter, der will den heilen. Das gibt's nicht. Das kann er vergessen. So, kann ich nicht irgendwie schnell durchfahren? Ah, nee, blockieren alle den Weg. Mann, das ist doch unfair. So, die kann jetzt mal nachrücken. Und sich dann alle mal heilen auf dem Weg. Sehr cool. So, den einfach angreifen. Yo. Hier wird nichts mehr eingenommen. So, den dann einfach... Ah, nee, warte mal, der könnte ja auch... Warte mal. Taktisch, Leute, taktisch vorgehen. Also vielleicht nicht auf offener Straße stehen. Aber nee, dann werde ich ja von den anderen auch nochmal angegriffen. Das ist nicht so toll. Was mache ich jetzt mit taktisch vorgehen? Okay, Leute, pass auf, wie krass da aus. Ich flipp aus jetzt. So viele Einheiten wie möglich einfach killen. Ja doch, komm. Die sind zu gefährlich für meine Panzer. Boom, doch gekillt. So, und dann nehmen wir noch hier einen so einen Typen mit. Warte, ist er noch nicht? Nee, der ist so lange nicht fertig. Und der wird ja eh nichts machen, weil er lieber seinen Zug nutzen wird, um einzunehmen. Boom, zu erobern. So, dann fahr ich mal hier schnell hin. Und lad meinen Mech hier aus. Weil der Panzer ist auch noch richtig schwach. So. Alles klar. Tag 4. Oh, seine Gabe ist bald voll. Aber ich glaube, bis dahin zerstöre ich alle seine starken Einheiten. Ah! Oh nein! Panzerfäuste! Oh nein, Vorsicht! Oh! Wie ist denn der King Glück, dass er irgendwie mehr Damage mal machen kann? So, Artillerie wird geheilt. Sehr gut. Die wird auch weiter nachrücken. So, jetzt hätte natürlich hier, jetzt würde ich gerne wieder den anderen zurückschicken und den hier finishen. Weil der Jagdpanzer soll sich nicht weiter aufladen. Das wäre nicht so cool. So, ist auch erstmal wichtiger als einzunehmen. Eine zerstörte Einheit ist eine zerstörte Einheit. Gut. So, Panzer, alles klar. Ja, wenn der jetzt seine Gabe einsetzt, kann er ja nicht mehr machen. So, die schwächt die Mech-Einheit. Ich hoffe, der Panzer kriegt die nur ausgelöscht. Oder meine anderen Mech-Einheit. Nein, du bist besser. Perfekt, Leute. Ach man, wie cool. So. Und du machst denn den down? Ah, nicht ganz, leider nicht ganz. So, dann kann die mal, aber der würde jetzt... Nee, ist immer noch, Leute, er kann noch nicht, er kann nichts machen. Wenn er jetzt einnehmen möchte, wird nicht klappen. Jawohl. Und er wird ja weiter einnehmen, also habe ich vor der Einheit nichts zu befürchten. Dann kann meine Artillerie mal nachkommen. Ach, guck mal hier. Ich kann die Artillerie ja... Warte mal, wenn ist die Reichweite? 1, 2, 3, wenn die hier steht? 1, 2, 3... Natürlich nicht. Okay, dann reicht es nicht aus, oder es reicht nicht. Ah, wir machen also Leute platt. Und wenn er jetzt die Gabe einsetzt, ja, dann kann er nichts machen. Also er hat keine Einheit mehr zur Verfügung. Nachrücken. So, und der wird hier mal trotzdem
eingenommen, so ein bisschen. Ein bisschen. Jetzt habe ich meine anderen Einheiten unten ganz vergessen. Oh, oh. Der Schneesturm des Krieges soll wüten. Oh, Alter, Olaf, jetzt ruhig. Schneesturm. Hm, tja. Aber er nutzt seinen Zug natürlich nicht. Sehr gut. Ja, jetzt immer noch Mission 1, Leute. Mission 1, ne? Der wird nichts machen, wenn wir nicht in seinen Bereich da reinfahren. Diese würde ich halt echt am liebsten halt ja direkt einfach einnehmen wollen. So, okay, jetzt müssen wir erstmal hier uns durch den Schnee hier kämpfen. Na, na, toll. Das hätte ich natürlich die echt vergessen mitzunehmen. So, erobern, los. Dann würde es natürlich ein bisschen drei Züge lang dauern. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt noch so wichtig ist. Ich muss mir noch ein bisschen beeilen. Ich würde halt gerne eigentlich die Einheiten, die sollen sich halt eine volle Einheit, vielleicht nutze ich einfach die, wartet mal, das liegt dann gleich auf dem Hauptquartier stelle. Weil den dicken Panzer, das wird halt echt nichts. Das wird nix. Ja, damit der Artillerie vielleicht so ein bisschen blockieren, ich glaube, einnehmen ist doch das Beste. Du fährst mal zurück und nimmst hier ein bisschen Energy. Okay, so. Tja, Olaf, das war nicht so schlimm. Tag 6. Oh, weia, weia. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwie ganz schön lange brauche. Tag 7. Hier, parkt mal kurz da. Los, auf über den Fluss rüber. Oh, das hat so lange dauert. Ich glaube, das hat echt so lange dauert. Duden. Au je. Duden. So, ihr könnt ja auch zwischendurch mal wieder die Einheiten einen, ne? Aber, ach nö. So, ich glaube, so ein dicker Panzer, der wird... Die DTP weg der extra Zwischenstelle wird ja die down machen. Ach. Ja, deswegen, wie mache ich denn das jetzt? Dass ich das einnehmen kann, ohne irgendwie Angst haben zu müssen. Die Artillerie kann nicht so weit schießen. Deswegen ist das hier beim Berg nicht so geil. Dem. Ja, vielleicht machen wir ihn trotzdem einfach irgendwie ganz komisch platt. Der würde kurz warten. Er macht nichts. Na, der Tag 8. Wie lange das dauert? Ich will doch am Ende noch einen coolen Score haben. So, Au je, erobert. Au je, double erobert. Sonst wären die alle wenigstens wieder schön geheilt. Der schlägt die vielleicht einfach alle im Weg. So, der wird schon mal eingeladen. Der wird ich den dann halt richtig schön gleich hier hoch absetzen kann, denn. Aber dann braucht er halt zwei Züge. Nee, warte mal, da waren wir jetzt ja nicht so schlau. Die können sich ja hier viel weiter bewegen. Warte, ich mach das mal anders. Ich brauch trotzdem noch ein paar Tage. Mendo. Warum brauche ich immer so lange? Warum bin ich so doof? Ist das etwa die Anfangsangst, Leute? Die Anfangsangst? So, immer ruhig, Leute, immer ruhig. Wie einfach nichts macht. So, zack, zack, zack. Alles erstmal schön aufgeheilt. Oh, sehr schön, sehr schön. Und das kostet im Prinzip, das wird später noch wichtig, aber auch so, sich heilen zu lassen oder die Ration aufzufüllen. Das kostet tatsächlich alles Geld. Im Prinzip. Ja. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. So, locke ich den jetzt doch an? Aber nee. Ach, weißt du, wenn ich hier so meine eigene Festung habe, dann bringt ja alles nichts. So, ich wollte jetzt halt gerne mal hier so einen Typen einladen. Bei dem würde ich den hier hinstellen, damit der dann da nicht hin kann und schon mal einnehmen kann. Dann hat es nämlich gleich erledigt. Ja, okay, ich denke schon wieder viel zu komisch, Leute. Ich weiß, ein bisschen muss noch dauern. Warte, mal hier rein. Zack, und dann hole ich mal den auch mal wieder ein bisschen weiter nach vorne, weil der wird sich nämlich gleich in den Weg stellen. Wir wissen, ein bisschen hält er dann aus. So, okay, jetzt kurzer Prozess hier, wartet. Wieso hab ich damals auch schon so lange gebraucht habe? Ich will jetzt einfach zu vorsichtig sein. Ah, nee, der ist echt zu stark. So, aber hier, ausladen, so. Der soll beim nächsten Mal den Anfang einzunehmen, aber dafür muss ich dann noch einen anderen Panzer da in den... über die Brücke halt stellen. Also fahren wir so weit, wie es geht. Ah, nee, immer heil muss er sich doch noch. So, der fährt dann auch noch hinterher. Bieten wir dem mal so ein bisschen Angriffsziele an, denn, ne? So, kannst du mal einfach einnehmen. Ha! Duden! So. Okay, gleich haben wir, Leute, gleich haben wir's. Oh, weia, oh, weia. So, reicht der Panzer überhaupt, wenn er über Gras fährt? Jawohl. Kann er sich da hinstellen. Zack. So. Jetzt wird eingenommen. Sehr nice. So, aber den komplett hier alles weggemacht. Vielleicht kriegst du ja doch noch hin, dass ich dann irgendwie doch ihn eher zerstöre, bevor er eingenommen wird. Ja, wird sich alles zeigen. So, ansonsten ist alles cool. Tag 11. Da hätten wir schon alle viel schneller gehen können. So, wie wir schauen, macht er so ein dicker, fetter Ultrapanzer, Alter.
Richtig viel, man kann sie, wir haben uns fast gar nicht gewehrt. Deswegen aber noch ein bisschen Damage machen. Nur ein bisschen. Einfach aus Rache. Helfe down. Ja, ihr seht, die Artillerie ist schon geil, ne? Aber Leute, lass uns Schluss machen. Du. Au, oh yeah! Erobert. Wow! Juhu, wir konnten die Hauptquartier erobern. Klasse gemacht, Nell. Freu dich nicht zu früh. Wieso nicht? Olafs Kampfpanzer sind uns auf lange Sicht heillos überlegen. Lass mich lieber bei der Zentrale neue Einheiten anfordern. Ja, okay. Was? Sogar mein Kampfpanzer konnte diesen Plagegeister entgehen? Nell, du niederträchtiges... Aber Moment mal, ihre Armee hat ja gar keine Lufteinheiten. Damit ist die Sache klar. Beim nächsten Mal ist die Rache mein. Oh oh. Einfach Rache. Sehr schön. Spitz gemacht. Dank dir war unser erster Einsatz ein voller Erfolg. Au je. Nur Rang A, weil ich echt zu langsam war. Oh, ich war zu langsam, Leute. Aber Kraft, Technik, alles cool. Also ist jetzt kein Rang S1. Ja, ich war echt zu langsam. Hätte auch viel schneller gehen können. Ich war, glaube ich, echt zu sehr fokussiert, die Gebäude einzunehmen. Aber was sollst du, das soll ja Spaß machen, ne? Spitze gemacht. Erster Erfolg gesichert. Ah, Leute, passt doch wieder, um den Part zu beenden. Voll nice. Richtig nice. So. Plus 305 Punkte. Olaf voll traurig. Oh Mann, ey. So, die Münzen werden wir später schon ausgeben können. Im Shop. Vielleicht wird er sogar freigeschaltet. Klasse, damit wäre dein erster Einsatz abgeschlossen. Ich wusste gleich, das würde dich ein Kinderspiel. Zur Feier dieses Anlasses möchte ich dir ein ganz besonderes Geschenk überreichen. Alter, yeah! Ich überreiche dir deine ganz persönliche ID-Karte. Darauf werden all deine Leistungen verewigt. Herzlichen Glückwunsch. Ey, das ist ja geil. Ey, guck mal, Leute, mit meinem Switch-Bild-Avatar. Cool, im Moment ist darauf noch nicht so viel zu sehen. Doch je mehr Einsätze du abschließt, desto mehr Auszeichnungen kannst du verdienen. Und nicht nur abgeschlossene Einsätze zählen. Auch ganz bestimmte andere Leistungen werden mit tollen Auszeichnungen belohnt. Übrigens, mit deiner neuen ID-Karte hast du nun Zugriff auf zwei neue Spielmodi. Zum einen darfst du jetzt den Kriegsraum betreten. Hier erwarten dich zahlreiche spannende Kämpfe, in denen du deine Taktik noch weiter verbessern kannst. Dazu kannst du nun noch im Online-Modus gegen Freunde aus aller Welt antreten. Schau doch einfach mal im Kriegsraum und im Online-Modus vorbei, wenn du Lust hast. Auf jeden. So, ich glaube, bestimmt eine Auszeichnung muss da bestimmt machen, alles Rang S. Ja, das war schon mal schlecht, Leute. Tada! Andy! Soeben ist Meldung eingegangen, dass Olaf seine Streitkräfte zur Alara-Bucht bewegt hat. Hm. So leicht gibt er wohl nicht auf, war der alte Stinky? Und das ist noch nicht alles. Leider kann Orange Star derzeit nicht ausreichend schwere Panzerfahrzeuge herstellen. Blue Moon hingegen hat den Anschein nach Unmengen von Panzern zur Verfügung. Hm. Haben wir denn ohne eigene Panzer überhaupt eine Chance gegen Olaf? Ja, mit mir immer. Ich konnte uns nämlich ein paar Helikopter-, Flak- und Missileinheiten beschaffen. Wobei unsere Feuerkraft dadurch nicht unbedingt um ein Vielfaches steigt. Aber egal. Mit etwas kluger Planung können wir diesem dummen Aufgeblasen... Ich meine, können wir Olaf zum Rückzug zwingen. Dann geht's jetzt in die Luft, bis Olaf in die Luft geht. Alles klar, Andy. Geil, Leute. Aber ich würde sagen, die Helikopter kommen erst im nächsten Part. Ja, da wird hier Andy zeigen, welchen Rang ich abgeschlossen habe. Kann man die eigentlich nochmal wiederholen? Leute, vielleicht, das wäre natürlich cool. Ich glaube, im Original ging das nämlich nicht, dass man nochmal zurückgehen konnte. Vielleicht zocke ich die privat nochmal so, fragen ist oder so. Ah, weiß ich jetzt nicht. Leute, macht euch da keine Sorgen. Wir zocken ganz casual das Spiel einfach durch, ne? Und ich habe ja eh den Fokus auf die ganzen Secret-Missionen. Bis zum nächsten Part. Ciao!